Hallo Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach langer Zeit mal wieder etwas bewegte Bilder, respektive ein etwas längeres Video. Zwischendrin habe ich ja immer nur ein paar Shorts gemacht, so wie man das schön dazu sagt. Keine Shorts in dem Sinne, die man trägt, sondern die Shorts auf YouTube, also die Kurzclips. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, wird es ja etwas wärmer und da gibt es dann auch dementsprechend draußen immer mehr zu tun und deswegen nicht immer direkt ein Video von mir. Ihr kennt das ja alle selber von der Modellbahn. Ich bin jetzt kein saisonaler Modellbahner, aber ich bin zumindest so, dass wenn das Wetter etwas mehr da, wenn das Wetter etwas besser ist, dass man auch dementsprechend draußen unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz verkrümel ich mich trotzdem gerne in mein Zimmer, habe auch in letzter Zeit einiges gemacht, das will ich euch heute zeigen. Und ich habe mich mit meiner DJI Gimbal dazu entschieden, euch mal ganz andere Perspektiven zu zeigen. Ihr seht das hier vorne schon im Vordergrund, da steht die schöne 204 von Rocco in Pressfarben und die hat eine ganz besondere Ware vorne drauf, nämlich eine Gimbal-Kamera von DJI, die ich so einstellen kann, dass ich euch eine Kamerafahrt, eine Führerstandsmitfahrt zeigen kann. Und ja, das ist mir so eingefallen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich fand das eine tolle Sache. Vor allem sieht man auf seiner Modellbahn selber mal so zwei, drei kleine Sachen. Man sieht Dinge, wo man optimieren kann und deswegen finde ich das eine ganz spannende Sache und denke, euch gefällt das auch ganz gut. Wir machen eine komplette Rundfahrt auf dem verschlungenen Knochen der Anlage Blankenheim. Das heißt, wir fahren auch in den Schattenbahnhof rein. Bevor es aber damit losgeht, möchte ich euch noch zeigen, was ich in letzter Zeit noch so gemacht habe. Das sind jetzt keine großen weltbewegenden Sachen. Jetzt geht die Kamera hier vorne aus, weil ich zu viel rede. Aber das macht nichts. Genau, jetzt hat sie sich gedreht. Muss ich dann wieder anschalten, wenn es zur Kamerafahrt geht. Ich möchte euch kurz zeigen, was ich so in letzter Zeit gemacht habe und dann gehen wir auf alle anderen Dinge ein. Also, bis gleich. So, hier sieht es etwas anders aus, wie ihr seht. Die wunderschöne Lagerhalle Maschinenhalle von Busch hat einen würdigen Rahmen bekommen, würde ich sagen. Ich bin da noch nicht ganz fertig. Das ist die Grobgestaltung. Da sollen natürlich noch viele kleine verliebte Details folgen. Hier in dem Bereich, hier hinten an der Mauer, sollen noch Container gestellt werden. Die Halle selbst habe ich abnehmbar gestaltet, weil ich am Überlegen bin, mir eine zweite Halle zu holen, die ich eventuell öffne. Und je nach Bedarf, die hier einsetzen kann, die Platten, das ist ja auch kein Geheimnis und ich glaube, das sieht man auch, dass das wunderschöne Juwelerplatten sind. Hier vorne der Weg besteht aus anderen Fahrbahnplatten, die ich da verwendet habe. Die habe ich mit dem Sand eingearbeitet. So, da bin ich wieder. Diese anderen Platten sehen zum Beispiel so aus. Die sind hier hinten in dem Bereich. Und diese Platten sehen so aus. Die ich hier vorne eingearbeitet habe, diesen Weg, weil man nämlich damit auch Kurven bilden kann. Und ja, sowas habe ich davon auch noch. Das werde ich noch an der einen oder anderen Stelle in Blankenheim einarbeiten, wenn ich mit diesem guten Stück hier weitergekommen bin. Das ist im Moment im Bau.
Das ist ein Supermarkt oder ein Drogeriemarkt, der soll ja die Kaufhalle ersetzen, die in Blankenheim bisher ist, etwas moderneres. Wir sind ja Epoche 5, 6. Ja, das sind so die Basteleien, die ich im Moment gemacht habe. Nicht ganz so viel. Ich werde euch jetzt nochmal einblenden, wie es dazu gekommen ist, wie es hier vorher im rohen Zustand aussah und wie es dann jetzt aussieht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zur Kamerafahrt über und danach gibt es nochmal kleines Gelaber mit ein bisschen Betrieb im Hintergrund bei der Kamerafahrt. Die Press 204, die hat Sound und den werde ich auch mal einschalten. Ups, Entschuldigung, den Sound werde ich auch einschalten, daher werde ich dort nicht reden. Ich habe mich vorher schon etwas probiert mit dem Fahren mit zwei Multimäusen. Dadurch, dass mein Schattenbahnhof noch nicht automatisch überwacht ist, ist das tatsächlich schwieriger. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn du hier vorne auf der Anlage schönen Fahrbetrieb machen möchtest, dass so eine Computersteuerung da durchaus sehr viel Sinn macht, weil ich bin eigentlich nur auf der Anlage am unten drunter durchkriechen, um zu schauen, welcher Zug wann wieder wo. Das stört mittlerweile auch etwas, weil es einfach anstrengend ist und man immer viel am Rumkrabbeln ist und eigentlich gar nicht wirklich den Zugbetrieb auch mal für sich genießen kann. Wie ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, bin ich auch, ja, spielbarer kann man mich jetzt gerne bezeichnen, aber ich lasse das, was ich habe, auch gerne mal fahren und genieße es auch mal für mich. Bin jetzt nicht nur am Bauen, damit dann alle staunen und sagen, wie toll. Und ja, wenn ich es dann selber raushole oder jemandem zeigen will, funktioniert dann nichts. Nein, das ist bei mir nicht so, sondern ich spiele auch gerne mal für mich und lasse die Züge fahren. Ja, und da merke ich mittlerweile mehr und mehr, dass eine Computersteuerung Sinn macht. Deswegen sind auch viele Signale, die ich neu gesetzt habe, noch gar nicht groß angeschlossen, weil ich mir unschlüssig bin, ob ich die nicht eventuell direkt digitalisiere oder nicht. Aber jetzt soll es erstmal um die Kamerafahrt gehen. Danach gehen wir nochmal auf diese Themen etwas ein. Computersteuerung. Ich habe da den Train Controller im Auge. Und ja, wir hören uns gleich wieder und jetzt erstmal viel Spaß mit der Kamerafahrt oder besser gesagt der Führerstandsmitfahrt mit der Press BA204. Bis gleich.
So, liebe Modellbahnfreunde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Führerstandsmitfahrt. Ja, die Rocco Press ist ziemlich laut. Trotzdem finde ich den Sound authentisch und deswegen habe ich es laufen lassen. Im Schnitt werde ich es dann noch etwas leiser machen. So, wir haben die Runde geschafft. Wir machen die Kamera aus. Ich sage danke. Es gibt in nächster Zeit noch ein paar spannende Berichte, die, ja, Projekte, sagen wir so, Projekte möchte ich dazu sagen, über die ich euch berichten möchte, in die ich involviert bin, wo ich mich gerade mit einigen lieben Leuten von euch austausche. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Bitte abonniert den Kanal. Eigentlich bin ich nicht jemand, der das sagt, aber ich sehe die meisten, die schauen. Und auch meine Klickzahlen sind so, dass viele gar nicht den Kanal abonniert haben. Ich weiß gar nicht, wieso. So schlimm bin ich ja nur auch nicht. Ja, teilen, abonnieren und liken, wie man so schön sagt. Hier oben wird es auch noch weitergehen. Hier wird noch ein Zaun gebaut werden in dem Bereich. Wie gesagt, Detaillierungsarbeiten wird es geben. Der Supermarkt wird dazukommen. Ich hoffe, euch hat die Art von Video mit der Führerstandsmitfahrt gefallen. Ich habe versucht, etwas Verkehr zu gestalten, aber wie eingangs eben schon mal gesagt, ich bin sehr am Überlegen, mir Train Control zuzulegen. Die Anlage bedarf dort noch einigen Umbau, aber ich habe ja sowieso viel herausgenommen. Ich will die 24 Volt, möchte ich auch deinstallieren, auch schon öfters erwähnt. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Das sind so diverse Projekte in dem Zuge, warum ich diese Signale hier vorne oder dieses Vorsignal bis heute nicht angeschlossen habe, weil ich sie eigentlich digital anschließen möchte, um dann vollautomatisiert zu fahren, aber du brauchst dann Bremsabschnitte, Rückmelde, bla bla bla. Das ist, ja, digital ist, kann das Kabel ran und fahren sein, wird aber mit der Menge des Zugbetriebs immer komplizierter und selbst, obwohl ich das Handy habe, zwei Rocco-Mäuse, aber ja, wenn du dann noch das Stellpult dazu hast, irgendwann wird es dann eben auch schwierig, mit verarbeiten und den Zugbetrieb dann auch noch dementsprechend zu gestalten. Und da das ja hier grundsätzlich eine Ausstellungsanlage sein soll mit sehr schönen Details und schönem Zugbetrieb, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es hier auch nochmal eine Computersteuerung gibt. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich hoffe, euch hat es wie immer etwas gefallen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bleibt mir gewogen, bleibt euch gewogen, bleibt der Modellbahn treu und ich sage bis bald und ciao.